Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In der Tutorial-Serie Yin Yoga ganz individuell für dich machen wir heute noch einmal eine liegende Drehhaltung, aber auf dem Bauch. Wir haben ja in der ersten Folge zu den Drehhaltungen die liegende Rückbeuge auf dem Rücken gemacht, dann die in der zweiten Folge die Variationen alle im Sitzen, die habe ich zusammengenommen in ein Tutorial, und jetzt in der dritten Folge sind wir bei der Drehhaltung auf dem Bauch angelangt. Das ist eine sehr, sehr schonende und mal wirklich vom Gefühl her etwas andere Variante der Drehhaltung, und dafür brauchst du auch ein Bolster oder eben Kissen, die du zusammenlegst und dann so umwickelst, vielleicht mit einer Decke, also etwas auf jeden Fall, worauf du gut liegen kannst, was relativ fest ist. Das heißt also, wenn du jetzt dann noch Hilfsmittel brauchst, kannst du sie dir jetzt super gerne holen, also wenn du sie nicht schon parat hast, das heißt also entweder so eine Sofarolle, ne, wenn du sowas hast, das habe ich jetzt auch einfach mal, ne, das ist jetzt von unserem Bett, so eine Art Nackenrolle oder Stützrolle. Ich habe noch ein Kissen dazu mitgebracht und eben mein eigenes Yoga-Bolster. Ne, also falls du die Sachen noch nicht hast, kannst du sie jetzt sehr gerne holen. Gut, und bevor wir jetzt loslegen, noch der Hinweis, falls du das Intro zu dieser Yoga-Serie noch gar nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das hier oben nochmal. Das heißt also, ich habe ein Intro gemacht, wo du hören kannst oder anschauen kannst, worum es im Yin-Yoga überhaupt geht und warum ich diese Yin-Yoga-Serie gedreht habe. Und dann habe ich noch ein zweites Tutorial gemacht oder ein zweites Intro gemacht, wo es um die Asana-Kategorien geht, die sogenannten Archetypen, in denen wir eben im Yin-Yoga üben, vorbeugen, rückbeugen, seitbeugen, Drehhaltung und so weiter. Ne, dass du da noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen hast, auch das verlinke ich dir hier oben nochmal. Gut, also jetzt legen wir los mit der Drehhaltung auf dem Bauch. So. Und dazu kannst du jetzt, wenn du eben einen Yoga-Bolster hast, legst du dir das genauso längs auf die Matte vor dich hin. Und dann rückst du ganz nah quasi mit hier deiner Hüfte an dieses Bolster ran, legst dann die Beine ab. Kannst du sowieso ein bisschen wie Meerjungfrau am Anfang machen, so ein bisschen nebeneinander. Kann die hinterher noch anders positionieren. Und dann drehst du dich mit dem Oberkörper in Richtung Bolster. Und du kannst dann noch ein bisschen zurückrücken mit der Hüfte, ne, so dass du so gut, ich zeige es mal vielleicht von vorne, damit du es mal siehst, das vielleicht ohne Bolster, ne, dass du also nicht quasi so ganz extrem dich rüberdrehen musst, sondern dass du, wenn du so ein kleines bisschen wieder zurückrutscht mit der Hüfte, dann siehst du, ne, dass du eigentlich wirklich sehr, sehr schön gerade dich dann so auf das Bolster ablegen kannst. Ne? Das ist jetzt das Ziel. Ich lege es jetzt wieder so hin. Versuch mal so einen Winkel zu finden, der für dich wirklich passt. Und dann kannst du mit dem Oberkörper auf das Bolster kommen, Kopf ablegen und dann entweder hier so tief bleiben oder eben, deshalb hatte ich mir noch sicherheitshalber da schon das Kissen bereitgelegt, wenn du das lieber hast, dass dein Nacken noch ein bisschen neutral ist, kannst du natürlich auch die Stirn auf so ein Kissen legen. Und dann bleibst du hier in dieser Position und kannst dann, wenn du magst, ein bisschen mit den Beinen spielen. Hier, ich spiel mal mit dem oberen Bein, dass ich das auf das andere Bein lege, bisschen drunter, eben ein bisschen weiter zurück. Könntest sogar auch das als einbeinige Variante machen, ne? Also das obere Bein mal ausstrecken, gucken, wie sich das anfühlt.
oder eben nicht ganz ausstrecken, in dem Sinne, also ganz gerade halten, aber ausstrecken und dann wieder ablegen. Schau mal, was sich für deinen Rücken dann auch am besten anfühlt, ne, von den Variationen. Du könntest auch mal das obere Bein ausstrecken, also über die Seite ausstrecken, auf Hüfthöhe. Alle Variationen mal ausprobieren. Und wenn du dann deine Variation gefunden hast, wie es für dich am besten passt, eben auch mit der Hüfte, ob du sie wieder weiter rüber positionieren willst oder wieder ein Stück zurück. All das ist ja wirklich für dich ganz frei, wie sich das eben in deinem Körper wirklich am besten anfühlt. Das heißt also, uns geht es jetzt um die Drehung in der Wirbelsäule. Das ist jetzt, deshalb heißt es ja auch Drehhaltung, Rotation in der Wirbelsäule, hält die Wirbelsäule mobil, also ganz wichtig. Und eben rein vom energetischen her, ne, bearbeiten wir eben auch verschiedene Meridiane damit im Körper und vor allen Dingen beruhigen wir auch sehr stark das Nervensystem, noch doller, indem wir das ja eben jetzt wie mit einer Vorbeuge noch so ein bisschen kombinieren, ne, und dann auch wirklich ganz zur Ruhe kommen an der Stelle. So, und wenn du eben kein Polster hast, sondern vielleicht nur so eine Sofarolle, ist das auch kein Problem. Dann kannst du sie, wenn sie zu weich ist, zum Beispiel mit so einer Decke noch ein bisschen beschweren und auch dadurch stabiler machen. Du kannst dann hier nochmal wieder das Kissen drauflegen und dann kommst du wieder in diese Position hinein. Ganz wunderbar. Oder aber du hast vielleicht wirklich nur feste Kissen, dann leg diese festen Kissen übereinander, ne, so dass du die wie hier ein Türmchen baust und dann packst du die Decke drumherum, wickelst also die Kissen quasi fest in diese Decke ein und dann hast du wie ein Bolster. Ne? Das heißt also, auch das geht und du würdest dich dann wieder da drauflegen. Ne? Also auch da schau, wie es für dich am besten passt. Und dann zwischendurch kannst du, bevor du auf die andere Seite kommst, wenn du dann so liegst, kommst du hoch, drehst dich für einen Augenblick wieder nach vorne, kannst dann mal Scheibenwischer machen mit den Beinen, sie mal beide so auflockern, hin und her, kannst die Beine ausschlackern, ne, ist auch immer ganz schön, dabei vielleicht dich auch so ein bisschen abstoßen, in so eine leichte Rückbeuge kommen, ne, und dann würdest du hergehen, wieder die Beine quasi zur anderen Seite nehmen und dann, ne, wieder hier dich auf das Polster ablegen. Und auch wieder mit der Beinvariation, ne, so wie es für dich am besten passt. Ne, also im Gegensatz zu dieser Variation im Liegen, ne, wo die Beine ja sehr schwer sind, ne, und du halt diesen Faktor der Öffnung nach oben hast, ne, das heißt also, da hast du sehr viel Weite hier im Oberkörper, in dieser Variante auf dem Rücken. Hast du es halt, wenn du dich so ablegst, hast du halt eher das Gefühl, wirklich in dich zu kehren. Es hat dann eben noch einen viel beruhigenderen Charakter, wie gesagt, fürs Nervensystem. Und auch dadurch, dass dich das Polster so hält, kannst du eben noch sehr viel loslassen. Die Drehhaltung ist dadurch nicht ganz so auch intensiv. Ne? Also beim anderen ist ja die Hebelwirkung der Beine relativ groß. Und da lässt du wirklich komplett alles los und lässt die Schwerkraft ihre Arbeit machen. Ne? Also ein anderer Effekt. Und deshalb kann ich dir immer nur raten, wechsel auch mal diese Sachen ab. Ne? Also probier mal aus zu bestimmten Tageszeiten oder auch in bestimmten Situationen, je nachdem wie du dich fühlst, dass du mal die eine Variation, also die auf dem Rücken und die andere Variation auf dem Bauch einfach mal ausprobierst, miteinander vergleichst und dann sagst, ja, also ne, das passt mir heute besser. Und eben wie gesagt, nur weil du kein Polster hast, ist es kein Grund, das nicht auszuprobieren. Ne? Also viele sagen immer, ja, und ich habe ja die ganzen Hilfsmittel nicht und so weiter. Bau sie dir wirklich selber. Ne? Also nimm feste Kissen,
die du zu Hause hast. Das können dann auch 3, 4 kleinere Kissen sein oder eben, wenn es dünnere sind, legst du sie übereinander und dann wickelst du wirklich diese Decke drum, ne, und machst sie dann ganz kompakt und legst sie dir dahin. Tipptopp, das funktioniert wirklich gut. Ich habe auch vor, mal noch ein Video zu machen, wo es wirklich um diese alternativen Props geht, dass ihr nicht das Gefühl habt, ihr müsst euch jetzt wahnsinnig viel Yoga-Material fürs Yin-Yoga anschaffen, sondern dass man wirklich auch mit den Sachen, die man zu Hause hat, mit Handtüchern, eben Decken und Kissen wirklich schon ganz viel machen kann. Gut, das war's für heute von mir in diesem Tutorial zur Drehhaltung auf dem Bauch. Ich hoffe sehr, es hat dir geholfen. Es war jetzt ein sehr kurzes Tutorial, aber eben auch sehr gezielt für diese Art von Rückbeuge. Wir sind jetzt, Drehhaltung. Wir sind jetzt mit dem Kern der Drehhaltungen eigentlich auch durch. Das waren so die wichtigsten. Natürlich hat man immer noch die Möglichkeit, in den verschiedenen Posen auch Drehhaltungen halt einzubauen. Aber sehr viele sind dann auch nicht besonders Yin-mäßig. Deshalb habe ich mich jetzt in meinen 3 Videos wirklich auf die Sachen beschränkt, die so auch am meisten vorkommen. Was ich jetzt nächste Woche noch machen möchte, ist dann, wir starten mit den Umkehrhaltungen. Das sind dann auch noch nicht mehr viele Positionen, aber das ist der letzte Archetyp, der uns dann im Prinzip noch offiziell fehlt in dieser Serie, wo es wirklich darum geht, die quasi Beine höher zu lagern als das Herz oder die Hüfte schon höher zu lagern als das Herz. Und ja, da kannst du dann dich nächste Woche drauf freuen. Gut, das war es, wie gesagt, von mir. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du das tust. Auch wenn du die Glocke aktivierst, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und bitte lass mich doch unter diesem Video in den Kommentaren wissen, wie es dir gefallen hat. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Deine Yvonne.